Kaum zu glauben, es gibt heute wieder mal ein Trainingsvideo nach 3 oder 4 Jahren. Wie lange ist es her, Matthias? 3 Jahre, das letzte Mal. Lange her. Boah. Wir trainieren heute wortwörtlich über dem Nebelmeer da draußen. Und nachdem das letzte Video, der letzte Vlog, so gut bei euch angekommen ist, wo wir euch auch nochmal mitgenommen haben in diesen letzten Teil dieses Hausbausprozess. Und hier auch nochmal zu sagen, das Haus ist ja noch nicht ganz fertig. Garten wird gemacht, das Projekt ist ein Projekt, was einfach auch weitergeht. Ne? Und in diesem Video habe ich gesehen, dass ihr unbedingt ein Home-Gym-Video sehen wollt. Und das mache ich jetzt hier. Ich werde euch ein bisschen mitnehmen, auch in die Überlegung von, was haben wir uns bei den Maschinen überlegt, weil Julia und ich, wir haben lange überlegt, wie können wir diesen Platz bestmöglich nutzen, dass wir alles trainieren können, was wir brauchen. Also ich könnte hier, wenn ich jetzt wieder Wettkampf-Bodybuilding machen würde, könnte ich hier trainieren und ich könnte an die Weltmeisterschaft gehen. Ich sage nicht, dass ich das machen werde, aber ich könnte, weil die Geräte so ausgelesen sind, dass wir das können. Das heißt, ich nehme euch da mit und zeige euch so ein bisschen, wie mein Training abläuft, wie ich aktuell trainiere und hier, bevor wir starten, noch ganz kurz Werbung in eigener Sache. Wahrscheinlich hast du es mitbekommen. Mein neues Buch Lebensmeisterschaft, sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden, gibt es ab sofort überall im Handel. Du findest den Link unten in der Beschreibung. Du kannst es bei Amazon bestellen, bei Thalia, wo auch immer. Und schau, ich weiß nicht genau, warum du jetzt hier dieses Video schaust. Vielleicht, weil du mich von früher kennst, wie du mal schauen möchtest. Hey, wie trainiert der Patrick? Vielleicht liebst du Fitness, Bodybuilding, vielleicht bist du aber auch hier, weil du daran interessiert bist, dich persönlich weiterzuentwickeln, ja, dich evolutionär wirklich weiterzuentwickeln, Herausforderungen, Probleme in deinem Leben zu lösen. Und dieses Buch kann ich dir von ganzem Herzen empfehlen, wenn du einfach ein geiles Leben willst, wenn du dein Leben lieben willst, wenn du die Blockaden, die Muster, die inneren Dynamiken, die dich jetzt vielleicht noch davon abhalten, das zu bekommen, was du wirklich dir wünschst, wenn du die knacken möchtest, wenn du die sprengen möchtest. Es ist einfach zu lesen, es geht aber gleichzeitig in die Tiefe. Zusätzlich ist es so, dass du, wenn du das Buch holst, Zugang zum Lesebereich hast. Dort findest du Meditationen, die du hören kannst, PDFs auch mit dabei, nochmal um gewisse Sachen nochmal tiefer zu verstehen. Und alleine die Meditationen haben einen Wert von easy 60 Euro. Dieses Buch kostet 19,90. Diese Meditationen sind aufgenommen wie in einem Studio mit ganz spezieller Musik, die mich mehr als 60 Euro gekostet hat, die zu produzieren, denn ich habe Musik selber auch produziert. Und es ist ein No-Brainer, wenn du dir das Buch nicht holst. 19,90 ist es. Ich gehe sogar so weit und sage, wenn du das Buch liest, die Meditationen machst und sagst, Patrick, das hat mir überhaupt gar nichts gebracht. Schreib mir eine E-Mail auf kontakt@patrickreise.com. Wir überweisen dir die 19,90 sofort zurück. Ohne, ich will gar nicht wissen warum. Wir überweisen es direkt zurück. So, das ist mein Angebot an dich, weil ich natürlich als Autor daran interessiert bin, dass du dir dieses Buch holst, dass dich dieses Buch berührt und dass dieses Buch ein Potenzial in dir wachküsst, was schon da ist und was dich zutiefst verwandelt. Direkt also auf die Beschreibung gehen und dann die das holen. Wir starten heute mit, das haben wir auf dem Programm, ich habe immer mein Mobile Phone, wo ich mein ganzes Training dokumentiere. Da komme ich später dazu, mit was ich das mache. Latt ziehen eng mit neutralem Griff dran. Wir machen 6 Wiederholungen mit einer RP8. RP8 bedeutet, es ist die Richter-Skala, die Intensitätsskala. Also ich schaue immer, dass ich noch 2 Wiederholungen im Tank habe. Ich gehe nie max out. Früher habe ich ja Videos, früher vor 5 Jahren, wo ich bis ans Limit gegangen bin. Heute wissen wir, dass das nicht Sinn macht. Manchmal schon, aber nicht am Anfang des Trainings. Und ich zeige euch direkt auch schon eine meiner Lieblingsmaschinen, weil diese Maschine ist erstens ganz neu. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt von Hammerstrand. Aber was ich geil finde, ist, du hast 2 Übungen kombiniert. Und für mich eine der zwei wichtigsten Übungen, finde ich. Du hast einerseits die Möglichkeit, hier zu rudern. Ja. Und hier hast du natürlich auch die Möglichkeit, verschiedene Griffe zu nutzen. Und gleichzeitig kannst du von oben Latt ziehen machen. Denn du nimmst das einfach raus, machst das hier hin, nimmst
Griff deiner Ball, hängst ihn hier ran und dann hast du den Latz. Ist geil, oder? Mega. Und geiles Tool. Ist geiles Tool, weil ich einen Pass sparen muss. Mhm. Und diese beiden Übungen finde ich einfach, finde die wichtig für den Rücken. Wir haben auch Möglichkeiten, wir haben noch 4, 5, 6 andere Möglichkeiten, um den Rücken zu trainieren. Aber das ist eine meiner Lieblingsmaschinen. Wie sieht denn jetzt momentan dein Trainingsumfang über die Woche aus? 3 bis 4 Mal, 3,5 Mal eigentlich, weil Montag Training, Dienstag Pause, Mittwoch Training, Donnerstag Pause, Freitag Training, Sonntag sind dann 4. Dann aber Montag Pause, Dienstag Training, Mittwoch Pause, Donnerstag Training, immer einmal Pause und dann kommst du auf 3, 4, 3, 4, gibt 3,5 Trainings. Okay. Im Zeitmanagement sparst du dich ja dann auch viel Zeit. Oh, jedes ja. Mal nicht müssen ins Gym zu fahren. Aber die nächste Übung rudern. Und definitiv. Ich würde sagen, sein Home Gym hat natürlich ganz viele verschiedene Qualitäten, aber eine der größten, die größten Werte, die es so ein Home Gym gibt, ist die Zeit. Weil du stehst auf, läufst die Treppe hoch und kannst direkt trainieren. Damit sparst du Hinweg, Rückweg. Und ich gebe dir gleich auch nochmal 2 weitere sehr, 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 sehr große, wichtige Qualitäten für mich, die so ein Home Gym hat. Also zwei große Mehrwerte. Erster ist sicher die Zeit. Ganz klar, dass du einfach hier am Start bist, irgendwo hin musst. Dritte Übung, Rudern breit mit Obergriff. Das habe ich gerade gesehen. Die Übung habe ich noch nie gemacht. So. Da wird es jetzt eng. Das heißt, da hätte ich jetzt, wenn ich diese Übung jetzt weiterhin machen möchte, dann könnte man da noch etwas umstellen. Aber ich denke, es geht auch so. Aber wenn ich jetzt da bin, dann geht's, siehst du? Aber geht gut. Geht schon. Man muss nur kreativ sein. Nee, geht nicht. Ich muss jetzt ins Gym. Jetzt 20 Minuten fahren. Hier fährst du ins nächste Gym. Ich habe mal angeschaut, 20, 15, 25 Minuten. Und dann musst du auch runterkommen jetzt mit dem Schnee. Ja, Quad, Snowmobil. Ohne Quad. Ohne Quad, runterlaufen. Wow, die spüre ich gut. So lange die Übung nicht mehr gemacht. Kommt geht da richtig schön rein. Das ist auch so was Gutes. Also, schau, Kraftsport, nicht unbedingt Extrembodybuilding, aber Kraftsport ist immer noch für mich eine der gesundesten Sportarten überhaupt. Auf ganz viele verschiedenen Ebenen. Aber was ich jetzt nebst der Gesundheit richtig gut finde, ist, dass du, wenn du wirklich beim Training präsent bleibst, also wenn du bei dir bleibst, dich spürst, den Atem spürst, den Körper wahrnimmst, dann baust du eine sehr gute Verbindung zu deinem Körper auf. Du spürst deinen Körper sehr gut und der Körper ist immer auch ein Werkzeug, um mehr hier in die Gegenwart zu kommen. Du kannst selber mal ausprobieren, wenn du gestresst bist. Schau mal, wie du atmest. Dein Atem verändert sich, wenn du dann den Körper spürst, zum Beispiel den Strom deines Atems, den du im Körper wahrnehmen kannst, oder zum Beispiel die Unterlage, auf der du sitzt oder stehst, oder die Kleidung an deiner Haut, dann bringt dich das mehr hierher in die Gegenwart. Plus zusätzlich ist es so, dass der Körper auch ein Zugang ist für deine Gefühle, weil die Gefühle sind im Körper spürbar. Du kannst sie im Körper spüren. Und das ist auch super wichtig, weil viele Leute haben den Zugang zu ihren Gefühlen verloren, nehmen nicht mehr wirklich wahr, okay, jetzt hier ist eng, hier ist weit, oder ich spüre was im Bauch oder da spüre ich eine Wärme oder da ist Traurigkeit, da ist Freude, da ist Leere, da ist innere Unruhe, was auch immer. So, wenn du den Zugang nicht wirklich zu deinen Emotionen, zu deinen Gefühlen hast,
dann fehlt dir ein ganz wichtiger Zugang zu dir selbst, weil jedes Gefühl ist nicht einfach so da, sondern jedes Gefühl trägt eine sehr kostbare Botschaft in sich. Und wenn du diese Botschaft verpasst, weil du sie nicht hören kannst, weil die Connection nicht da ist, dann stell dir vor, du gehst durch die Welt nur mit einem Auge und du glaubst, du kannst sehen. Aber mit beiden Augen siehst du mehr, ne? Nächste Übung, Bank drücken. Und die darf natürlich nicht fehlen, ne? Also es gibt so Übungen, wenn du ein Homegym machen möchtest, die dürfen einfach nicht fehlen. Und Das ist die erste Übung, an die du denkst, oder? Das ist für mich Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Squats kannst du hier machen. Und darum haben wir auch diese Multipresse geholt, weil du hier nochmal viel mehr Möglichkeiten hast. Und der Preis ist auch nicht viel teurer jetzt, wie wenn du nur einen Rack holst. Also wir haben hier, schau, die Möglichkeit für Bankdrücken, wir haben Schrägbankdrücken drin. Du kannst hier Backsquats machen, du kannst Frontsquats machen, du kannst aber natürlich auch Sumo-Deadlifts machen, Kreuzheben, all das. Das haben wir noch keine Matten. Wäre nicht gerade so gut, weil ich habe im letzten Video auch gesehen, Patrick, habt ihr keine Matten? Wir brauchen keine Matten, weil ich mache keine Sumos aktuell. Wir haben aber so Matten mal bestellt, so zwei, einmal 1 Meter Matten, wo du die dann hinstellen kannst. Dann kannst du auch Deadlifts machen und so. Aber gleichzeitig, was eben auch toll ist, ist wegen dieser Multipresse hier, schau, hast du die Möglichkeit, Bulgarian Split Squats zu machen. Ne? Die da, zack. Du kannst Hip Thrusts machen für das Gesäß, wie du ja richtig gut, mache ich aber auch. Du kannst Rack Pulls machen, also du kannst ganz viele verschiedene Übungen machen mit diesen Multipressen. Und hier hast du halt auch wieder 2 Neinen, ne? Zwei Neinen und hast ganz viele Übungen abgedeckt. Was wir beachten mussten, als wir die ganzen Geräte und auch die Scheiben bestellt haben, mussten überlegen, wie viel Kilo brauchen wir denn? Für Beinpresse, für Bankdrücken, was ist, wenn Julia und ich beide trainieren, braucht es dann, wie viel Gewicht braucht es und so weiter und so fort. Aber jetzt haben wir das perfekte Gewicht, können beide so trainieren und wir haben tendenziell eher zu viel, wobei, wenn ich die Beinpresse mache, dann lade ich alles Gewicht drauf. Dann ist brauchst du, auf jeden Fall. Und wir haben noch ein riesiges Problem gehabt wegen der Statik, weil wir sind ja hier im zweiten Stock. Dazu aber gleich bei der nächsten Übung. Lass es zu. Sonst werde ich kalt. Bankdrücken ist immer noch meine Lieblingsübung, immer noch. Ich habe angefangen mit Bankdrücken. Das war meine allererste Übung. Ich habe nur Bankdrücken gemacht. Ganz am Anfang, mit 14 Jahren, habe ich Butterfly, Bankdrücken, Bizeps, Trizeps gemacht. Kein Rücken, ich habe ein Jahr, zwei Jahre keinen Rücken trainiert. Keine Beine. Keine Beine, ich wollte nur Brust und Bizeps, gell? Keinen Plan. Und ich finde es immer noch geil, jetzt ist immer noch meine Lieblingsübung Bankdrücken. Das ist einfach lustig. Und das ist auch der Grund, warum ich immer noch den Schweizer Rekord halte, den Schweizer Juniorenrekord von 162,5 Kilo einmal habe ich gedrückt, würde ich heute nicht mehr drücken können. Keine Chance. Krass. Was ich euch auch empfehlen würde, ist, holt euch 1,25er Hanteln. Weil es ist ja auch wichtig, dass ihr euch immer steigert, vom Gewicht her, vom Volumen. Je nachdem, was für ein Ziel ihr habt. Es sind 2,5. Pro Seite dann zu viel. Ne, wenn ihr von 100 Kilo auf 105 direkt hochgeht, kann es zu viel sein. Wenn ihr von 100 auf 102,5 hochgeht, dann ist es so die richtige Steigerung. Und darum würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr mal einen Homegym holt, 1,25er Schritte zu holen, also zu machen. Und glaub mir, es war immer mein Traum, eines Tages mal einen Homegym zu haben. Und wenn du gerade diesen Traum auch hast, dann glaub mir, es ist immer noch viel, 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 viel mehr möglich als das, was du jetzt gerade lebst und als das, was du jetzt gerade denkst. Das schreibe ich in meinem Buch auch darüber. Das Ding ist nämlich, dass immer nur dein Geist zwischen dir
und dem steht, was du dir wirklich wünschst und was du willst. Ich möchte dir mal kurz eine Zeichnung zeichnen. Wir haben auch ein paar Grafiken und Zeichnungen drin. Hier siehst du zum Beispiel, hier erkläre ich auf eine ganz simple Art und Weise, wie du deinen Geist austricksen kannst, sodass er nicht mehr limitiert ist durch die Vergangenheit, die dich irgendwo noch zurückhält. Oder hier gehe ich auf die Entwicklung des Menschen ein, weil es gibt ganz viele verschiedene Entwicklungsebenen und Entwicklungsstufen von dir selbst, die du auch noch erreichen kannst. Und in jeder Ebene wirst du ein Stück freier und flexibler. Und das erkläre ich da auch ganz simpel, so dass es jeder verstehen kann. Hast du es eigentlich schon gelesen? Nein, noch nicht. Aber danke nochmal. Aber sobald die Zeit da ist, gebe ich dir Feedback. Das ist der zweite richtig große Mehrwert, wenn du ein Homegym hast und du vielleicht Kinder oder Tiere hast, dass sie einfach auch hier sein können, ne? Dass sie in deiner Anwesenheit sind, du in deren ihren Anwesenheit bist und das ist auch nochmal eine riesige Qualität, die du sonst auch nicht hast. Nächste Übung, Fleiß am Kabelzug. Und Kabelzug ist schon auch für mich etwas sehr Wichtiges, weil du halt auch sehr viele verschiedene Übungen machen kannst, wie zum Beispiel diese Fleiß. Du kannst Bizeps machen von unten mit dem Kabel, du kannst Trizeps machen, du kannst Facepulls machen, du kannst Bauch machen. Hier kannst du Klimmzüge machen. Du kannst für den Bauch Sachen machen. Ne? Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten hier. Und darum war es für uns ein Muss. Und was auch nicht fehlen darf, die du ebenfalls hier richtig gut machen kannst, ist Seitheben. Seitheben kannst du verschiedene Arten, also verschiedene Möglichkeiten kannst du machen, zum Beispiel auch mit den Kurzhanteln. Aber ich finde die hier am Kabelzug gut, weil hier kannst du dich so richtig hier reinlegen und dann arbeitest du ohne Schwung. Und so hoch. Zack. Finde ich genial. Change. Nächste Übung, respektive nächsten zwei Übungen, ich mache es Team Supersatz, ist Reverse Fly für die hintere Schulter einarmig. Sieht so aus. Und dann hier rumänische Deadlifts. Respektive rumänisches Kreuzheben, ja. Und hier brauche ich die Birthday Grips. Ja. 23 Reps machen wir da. Und am Schluss fängt es schon an zu brennen dann. Auf einmal kommt er rein. Kennt ihr das? Schreibt mir unten in die Kommentare. Wenn ihr das kennt, bei einem kleinen Muskel auf einmal, bam, kommt er rein. Kennst du das? Dritte ganz wichtige Qualität für mich, wenn du ein Homegym hast, jetzt für mich ist es einfach der Sound, die Soundanlage oder respektive den Fernseher. Weil was ich oft mache, wenn ich trainiere, ist, ich höre mir ein Hörbuch oder ich mache einen Kurs oder ich schaue irgendwie eine Dokumentation, etwas, was mich interessiert, aber auch etwas, was mich geistig fördert. Und wenn du halt hier trainierst und du gleichzeitig eben nicht nur den Ton hast, sondern auch das Bild, dann kommt nochmal eine Information mehr und dann kannst du das auch einfacher aufsagen, aufnehmen. Ich höre immer wieder viele Leute sagen, Patrick, wie kannst du das machen? Wie kannst du ein Hörbuch, einen Kurs machen, während du trainierst?
Das ist alles eine Gewohnheitssache. Am Anfang braucht es vielleicht ein bisschen Konzentration. Und in den ganz schweren Kniebeugensätzen zum Beispiel mache ich kurz eine Pause, konzentriere mich auf die schweren Kniebeugsätze. Wenn ich fertig bin, schalte ich dann wieder das Hörbuch oder was auch immer an. Und das ist eine echt gute, ein guter Mehrwert, diese Fernsehrahmen mit den Boxen. Das würde ich sofort wieder machen. Uiuiui, der fährt gut rein. Also, konditionell geht gut auf das Herz-Kreislauf-System. So, jetzt letzte Übung hier an der Beinpresse. Lassen wir sie mit dem Fernseher wieder auf die Wand schieben. Kann man so rausfahren, weil sonst findest du den Einstieg hier nicht. Schau. Du kannst schon von der anderen Seite rein. Julia kann das gut. Sie ist ein bisschen kleiner. Ich bin auch nicht der Größte. Auf jeden Fall jetzt von dieser Seite her. Gut, und was ich jetzt gleich machen werde, sobald ich da noch etwas Gewicht drauf gemacht habe, ist nichts für die Beine, also nichts für die Oberschenkel, sondern für die Waden. Den mache ich da. Ganz einbeinig oder Bein, also beidfüßig machen. Und hier mussten wir jetzt auch schauen beim Bauen, dass der Boden all diese Gewichte trägt. Vor allem hier mit der Beinpresse, weil die alleine ist schon relativ schwer. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie schwer die Beinpresse ist von Hammer Strength. Ich glaube, was ist es? 150 Kilo? 100 Kilo kann es sein? Mehr, ne? Kann sein. 500? Nein, niemals. Niemals, das wird nicht gehen. Wegen dem Boden. Na? Jetzt musst du dir aber überlegen, jetzt haben wir hier 248er. Das sind schon mal 96 Kilo. Dann hier nochmal 2x46. Und wir mussten den Boden so aufbauen, die Decke, Boden, je nachdem von wo du schaust, dass wir pro Quadratmeter 500 Kilo Gewicht drauf packen können. Ansonsten ist es nicht mehr safe. Und nur wegen dem mussten wir das ganze Haus nochmal verstärken. Also wir mussten einen Statiker kommen lassen, der das ausmessen musste. Und dann mussten wir alles nochmal verstärken. Ansonsten hätten wir das Gym nicht hier oben bauen können. Schon crazy, oder? Ich meine fucking Gym so. Das macht auch nicht jeder. Aber für uns war es das wert. Und jetzt so passt es halt. Kannst genau auf hier schauen, ein Quadratmeter, das passt überall. Also wir werden nie irgendwo mehr Gewicht pro ein Quadratmeter haben als 500 Kilo. Egal welche Übung wir machen. So, jetzt, was hat der ganze Spaß gekostet? Weil das ist auch immer wieder so eine interessante, spannende Frage. Auch was hat das Haus gekostet, habe ich im letzten Vlog gesehen. Schau, das will ich euch nicht sagen, weil einfach aus strategischen Gründen. Weil stell dir vor, wir verkaufen das Haus jetzt wieder in einem Jahr und ich sage dir den Preis. Ist nicht gut, oder? Ist nicht optimal. Nicht optimal. Aber ihr könnt ja einfach mal schätzen. Ne? Ich meine, kann man ungefähr schätzen. Also, das ganze Gym hat gekostet 45.000 Schweizer Franken. Das Laufband allein von Julia hat 10.000 gekostet. Sonst wäre es nochmal 10.000 günstiger geworden. Also das ganze Gym wäre 35.000 gewesen, jetzt ohne Fernsehen natürlich. Und ohne, dass wir das Ding nochmal machen mussten, nee. Start, das weiß ich auch nicht mehr genau, wie viel das war. Aber auf jeden Fall 35 mit dem Laufband, mit dem Fahrrad, da sind wir bei 45.000. Und was ich jetzt noch schauen wollte, war, weil die Preise sind auch überall zu sehen, was hat diese Beinpresse gekostet? Das finde ich mal spannend. Und was ich richtig teuer fand, war, schau mal, was denkt ihr, was haben diese 48er Kilo Hanteln gekostet? Ein paar 48er, was glaubst du? 450. 864? Nein. Gut, ich hätte die auch von einer anderen Marke nehmen können, weißt du. Ja, oder, und dann die 46er, 832.
Also das, die da, 1600, das ist schon krank, oder? Schon teuer, finde ich. Nutzt du sie dann auch? Aber demnach. Ja? Nutzt du sie auch oft? Selten, nein. Nie. Nein. Doch, ich nutze sie schon. Hör auf, ey. Schau mal, die 14 Kilo Hantel von Hammer ist 334. Ja, ist krass. Und wir haben mit dem 45er haben wir noch, da ist noch Rabatt drin, klar. Gell? Ah, wir haben noch einen Rabatt. 45 Rabatt. Ja, was hättest du geschätzt? Das stimmt. Ja. Ja. Schon 30 schätzen. Jetzt, warte, jetzt interessiert mich die Hammer Strength Beinpresse, weil die ist eigentlich mehr für Julia. Ich benutze die. Ich denke, wie schätze ich auf 15? Nein. Also, nein? Ich glaube nicht. Ich bin mir auch fast sicher. Ich habe sie, die Hammer Strength Leaner Leg Press, 7670 Schweizer Franken. Also, 7000. 7667, ja. Und. Ja, die so 6,6 plus minus und die auch so 6. Und dann ja der Rest Hantel und das und Fahrrad. Und die Scheiben? Und da, ah, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Schau mal, da haben wir noch die. Die habe ich noch. Die ist ja wichtig, weil für die Hems und für Quadrizeps. Schau, Beinstreck und Beinbeuger. Kannst du die machen so? Die wollte ich unbedingt haben. Und? Okay, crazy. Ja, geil, oder? Richtig geil. Richtig geil. Da habe ich Freude an dir. Ich habe an jede Maschine natürlich Freude, aber an der besonders. Jetzt noch ganz kurz was hier zu der App. Ich trainiere mit MyFitCoach, vielleicht kennt ihr es. Das ist eine künstliche Intelligenz, die dir alles ausrechnet. Und mein Bro Michel ist da mit dabei und ich supporte das auch aus diesem Grund. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, den Link findet ihr auch unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da. Bei 1000 Daumen nach oben mache ich vielleicht wieder mal etwas mehr in diese Richtung. Aber dann will ich die Daumen sehen. Und nicht vergessen, wenn du dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln möchtest, hol gerne das Buch, auch wenn du mich natürlich unterstützen und supporten möchtest. Hol das Buch auch. Findest du, wie gesagt, auf Amazon und überall sonst in den Buchhandlungen. Link ist unten in der Beschreibung. Ich bedanke mich, dass du dabei gewesen bist. Nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren für weiteren Content, der dich stärkt. Bis zum nächsten Mal. Dein Patrick. Bye, bye.